Ich würde gern die Gelegenheit hier einmal nutzen, diesen Tag, der wirklich ein guter ist, an dem wir diesen umfangreichen Koalitionsvertrag, der tatsächlich einige inhaltliche Rahmungen enthält, die sehr davon geprägt sind, dass wir sowohl als Sozialdemokratie, aber auch, glaube ich, sagen zu dürfen, als Grüne Partei ja sehr gestärkt aus der Bürgerschaftswahl Ende Februar hervorgegangen sind, der aber auch klar berücksichtigt, was sich in den vergangenen Monaten in dieser Stadt zugetragen hat. Und ich möchte anknüpfen an das, was der erste Bürgermeister gesagt hat. Wir befinden uns in einer Situation, von der niemand in der Stadt Anfang Februar gedacht hätte, dass sie eintreten könnte. Viele Menschen ringen darum, im Moment gegenwärtig zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Und diese Fragen waren bei den Koalitionsverhandlungen in jedem Fall sehr präsent. Wenn es nicht nur darum gehen soll, sozusagen die Versprechen, die wir im Wahlkampf als Parteien jeweils gegeben haben, einzulösen, sondern wenn es darum gehen soll, auch für jeden Einzelnen, jede einzelne Bürgerin in dieser Stadt eine positive Zukunftsperspektive zu zeichnen, dass auch sie zuversichtlich in die Zukunft gehen sollen, dass sie diese neue Regierung auch als eine empfinden, die für Solidarität in der Stadt einsteht und das nachhaltig tut, dann braucht es eine befähigende Sozial- und Gesundheitspolitik, die auch sehr konkret dafür sorgt, dass sich bestimmte Zukunftsperspektiven für Menschen einlösen können. Deswegen haben wir im Angesicht nicht nur der Entwicklung aus der Corona-Pandemie heraus, sondern auch eines Strukturwandels, den wir in der Stadt erleben, einer Situation, dass wir wissen, dass Männer und Frauen am Arbeitsmarkt nach wie vor nicht vollständig gleichberechtigte Chancen haben, einer Situation, dass es noch immer nicht vollständig gelungen ist, allen dieselben Zukunftsperspektiven positiv einzuräumen, unsere Ziele sehr ambitioniert gesteckt. Das finden Sie im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, wo es uns darum geht, einerseits konkrete Antworten mit Qualifizierungsangeboten weit über das hinaus, was die Bundesagentur für Arbeit anbietet oder das Jobcenter, anzubieten für alle Menschen in dieser Stadt, genauso wie neue und vermehrt Angebote und Chancen zu generieren für die Menschen, die besonders lange schon ohne Arbeit sind oder ihre Arbeit durch Corona verloren haben oder möglicherweise noch verlieren werden. Das findet einen großen Schwerpunkt in diesem Koalitionsvertrag an dieser Stelle. Es geht uns auch darum, sehr deutlich aufzuzeigen, welche Perspektive wir den Menschen in dieser Stadt geben, damit alle einen gerechten Start in ihre eigene Zukunft haben, in ihre eigene berufliche, mit nochmal der Verstärkung der Berufsbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch mit dem Ausbau der frühen Bildung und Betreuung in unserer Stadt, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, eingedenk unserer Situation mit einer deutlichen Ausweitung von Sprachförderangeboten oder der Zusammenarbeit von Grundschule und Kitas, weil wir wissen, daraus wachsen große Chancen, die Menschen ermöglichen, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und nachhaltig etwas für die Zukunft ihrer Familie und ihrer Kinder zu tun. Ich bin sehr froh, dass es hier gelungen ist, die sozialdemokratische Perspektive, die eine Fortschrittsperspektive ist auf diesem Feld, wirklich sehr deutlich herauszuarbeiten. Wir haben das aber in dem gemeinsamen Geist getan, auch an das Erreichte der vergangenen Legislatur anknüpfen zu wollen, gemeinschaftlich. Genauso bedeutend ist, der erste Bürgermeister und auch Katharina Fegebank sind darauf schon eingegangen, ist, dass wir uns entschieden haben, bei den Ressortzuschnitten eine Zusammenlegung des Amtes für Gesundheit mit der bisher ja schon bestehenden Familien- und Sozialbehörde vorzunehmen. Wir glauben, dass daraus die Zukunftschance erwächst, Schnittstellen, die es in der Stadt gibt, die viele Bürgerinnen und Bürger auch jeden Tag spüren, zum Beispiel in der Frage, wie wir Menschen mit Behinderungen unterstützen, wie wir Gesundheitsförderung in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen unterstützen, aber wie wir auch beruflichen Wiedereinstieg zum Beispiel ermöglichen für Menschen, die aus Krankheitsgründen mal aus dem Beruf ausgeschieden sind, dass darin viele Chancen liegen, wenn das sozusagen künftig Bereiche sind, die noch enger zusammenwirken, weil sie in einer Behörde
resortieren. Insofern kann ich sagen, das ist ein außerordentlich guter Koalitionsvertrag. Er ist auch aus Sicht der Sozialdemokratischen Partei außerordentlich gut verhandelt. Und es ist eine gute Leitplanke und in Zeiten von Corona vielleicht auch ein gutes Geländer, damit wir aus allen Teilen unserer schönen Stadt zuversichtlich, solidarisch und kraftvoll und nachhaltig in die Zukunft blicken können. Vielen Dank.